Willkommen zurück hier. Ja, wir sind ja schon hier wieder unterwegs. Wir haben Scheiße gebaut. Ne, wir haben keine Scheiße gebaut. Wir haben nur Scheiße gefunden. Wir sind ja in die Höhle gegangen, haben nichts gesehen. Und dann, ja, ist es passiert. Uns fehlt ein Item. Doch, was für ein Item? Ich will das angucken. Was hast du? Okay, du hast nur so einen scheiß Pilz. Den nützt niemand anderem, glaube ich, etwas. Ich kenne dieses neue Feuerrot nur schlecht. Ich kenne das alte. Du siehst aus wie bei Team Rocket Klamotten. Was läuft mit dir falsch hier? Hau dich kaputt. Komm her. Ach scheiße, die will mir noch ihre Geschichte fertig erzählen hier. Komm her. Wo bist du hin? Ist sie das? Ich weiß gar nicht. Anscheinend schon, oder vielleicht ist es auch abgehauen. Wer weiß das schon? Wer interessiert das schon? Jedenfalls ich mich. Gut, wir gehen nochmal rauf hier. Scheiß mühsam, hier spazieren, dafür wird meine Figur fit wie ein Turnschuh. Ja. Ohne Probleme hier. Ist er fit. Have a kid, Cat. Ja. Have a kid. Nein. Geht das schon wieder? Ich weiß es nicht mehr. Es interessiert mich gerade auch nicht. So. La la la. La 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 la. Da auch so ein Team Rocket Verschnitt, den wir da vorhin gesehen haben. Doch hier sind sehr viele Punks herum. Auch den Schädelverbrauch, wie ich schon mal erwähnt habe, glaube ich, ist hier in dieser Stadt, in dieser Welt enorm. Ey, Alter, guck mal, ich habe hier so ein scheiß Bike, ja? Ein Bike-Gutschein. Hallo. Alter, ich geb dir gleich. Guck mal hier. Hier. Use. Give. Ja, einem Pokémon Arschlecken gebe ich das einem Pokémon. Komm, hallo. Hier, ich hab ein scheiß Ticket. Willst du mein Ticket? Hallo, ja. Mhm. Ja, okay. Schon in Ordnung. Willst du das Ticket haben, damit ich eins haben kann? Okay. Mhm. Mhm, okay. So, mein lieber Freund. Hier. Redest du halt so mit mir, nicht? Nö. Alter, ich will... Ja, schön, dass du mit mir redest. Okay, komm, gib mir das Bike hier. Komm. Ist mir schon egal, jetzt gibt das Ding. Hab ich's jetzt? Ich hab ein Fahrrad. Und das kann ich hier nicht benutzen. Doch, was ist schon wieder die Schnellauswahltaste für ein Fahrrad? Ich weiß es nicht, brauche ich nicht. Ah, stell mir noch die Olle hier vor dran. Gut, ich habe ein rotes Bike. Wisst ihr auch warum? Hm? Weil ich ein Mädchen bin. Hm? Ein Mädchen mit einem Bart und einer Glatze. Das wünscht sich doch jeder Mann. Nee, eigentlich nicht. Jedenfalls ich nicht. Ich weiß nicht, was ihr so für Geschmäcker habt. Das ist so unterschiedlich. Vielleicht stehen ja die Frauen auf Männer mit Glatzen extrem. Fuck off. Arschlecken. Bin hier schon wieder runtergefallen hier. Das kann nicht sein. Wo ist auch wieder raufratteln? Ja, meine Figur sollte eigentlich nicht so fett sein, wie sie jetzt gerade hier ist. Sondern eigentlich theoretisch enorm sportlich sein. Vor allem mit der Geschwindigkeit, wo sie hier fährt. Haben die Männlichen hier ein blaues Fahrrad oder haben die auch ein rotes Fahrrad? Ich anscheinend weiß, dass alle haben ein gleiches Fahrrad. Außer... wenn die Männer, die hier aussehen, eigentlich Frauen sind. Hm. Das ist doch eine Überlegung wert, meine Herren. Ich glaube, euch habe ich hier gerade ein bisschen ins Grübeln versetzt. Hoffe ich jedenfalls. Dann wisst ihr, was euch hier in der Zukunft erwarten wird. Mir beim... Ja, Let's Play mit mir. Ja, ich hoffe, euch gefällt es eigentlich, was ich hier mache. Aber erstmal muss ich da die Scheißattacke ihren... Dreck hier angeben. Ich glaube, das gebe ich hier ihm an. Ich weiß schon genau wem. Wo ist es? I'm 5-4. Use. An diesem hier. Butterfree. Ja. Was soll ich es wegtun? Konfusion. Supersonic. Nein, Supersonic ist scheiße. Hast du jetzt Supersonic entsetzt? Verdammt. Tackle hätte ich einsetzen, hätte ich verändern sollen. Nicht Supersonic. Ja, Alter, also jetzt bist du dran. Komm. Setz mal da deine Attacke ein hier. Wie macht man das schon wieder? Oh. Flash. Wow, und es wurde Licht. Das ist wunder, wunder,
Schön. Arsch. Tut mir leid, ich musste gerade ein bisschen niesen. Hat dir fast nicht gehört, nehme ich mal an. Run, 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 run. Da it. Alter, ich werde jetzt schon wahnsinnig. Und ich bin noch nicht mal 10 Sekunden drin. Ich hasse die Scheißhöhlen, also man kann es auch ein bisschen übertreiben, nur ein kleines bisschen. Ja, und jetzt beißt du noch in mein Carpador rein. Nee, hallo, geht's noch? Ja, in meinem Carpador. Ja. Alter. Repeal habe ich gefunden. Okay. Boah, reiß mir doch einer die Augen aus. Nein, ein Kleinstein, auch ein kleines Kleinstein. Ja, warum bist du denn ein Kleinstein? Weil du nicht groß bist, was? Okay, gut. Wir müssen hier hinten durch. Lalalala. Das hätte ich auch noch blind geschafft. Okay. Hier sind Steine. Diese Steine spielen, könnte ich zerhauen, spielen aber keine wichtige Rolle. Du wirst mich normalerweise anquatschen. Jetzt quatsch ich dich halt an. Mal ein bisschen verkehrte Welt hier. Ach nee, nicht schon wieder so ein scheiß Trainer mit einer Fuck-Maske und scheiß Verkleid. Hey, du, Fasching ist vorbei, mein Freund. Ja, wir haben August. Da bist du ein bisschen zu spät, glaube ich. Wasser, Wasser, was nehmen wir gegen Wasser? Kadabra, nee, scheiße, ist ja auch Psycho. Ich glaube, mit Kadabra habe ich hier wenig Chance. Vielleicht aber auch nicht. Growl. Oh mein Gott. Growl. Konfusion. Is not very effective. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Disable. Okay, was hat sie jetzt gemacht? Nee, ich will nicht das Pokémon tauschen. Ich will kämpfen. Kann ich nicht. Dann kommt halt mein Charmander. Nee, Charmeleon. Charmeleon. Also mein Lumanda. Glutexo. Wie wir es hier auf Deutsch nennen. Zum Einsatz. Das ist ja eines meiner besten. Und es ist nicht besonders effektiv. Ja, jetzt kommt noch Watergun. Ey, Alter, verarsch mich nicht. Ey. Ja, ist logisch super effektiv. Er hat ein Feuer auf dem Schwanz. Was glaubst du? Sind wir ein bisschen behindert? Boah, es benutzt auch nichts. Disable. Hast Disable. Mega Punch kann ich nicht mehr einsetzen. Dann Metallklaue. Ich hoffe, das wird hier ordentlich eine Lehre sein. Ist nicht besonders effektiv. Ja, super. Growl. Er brüllt mich an. Und das tönt meinen Glutex natürlich sowas von anders an. Oh. Konfusion, du Arschgesicht. Oh, jetzt kommt Ember und jetzt verreck elendig, du Sau. Stirb. Stirb, ja, da macht am meisten Schaden. Das, was nicht effektiv dagegen ist, macht am meisten Schaden. Willst du mich verarschen? Willst du mich echt verarschen? Hier, ich fühle mich, ich habe mich gerade ein bisschen verarscht. Ja? Okay. Okay. Scary Face. Er braucht es nicht. Ja, ich will nicht, dass du das lernst. Nö, nö. So ein Scary Face ist schon nicht. Brauchst du nicht. Nee. Geht auch ohne. Das ist super gut. Okay. Ein Pokéball. Ich konnte hinfahren, ohne dass ich angegriffen wurde. Das ist doch mal eine Herausforderung. Eine Challenge. Arschlecken. Hätte ich doch nichts gesagt. Wenn ich jetzt nichts gesagt hätte, hätte ich geholfen, hätte ich gewettet, dass das Zubat hier nicht kommt. Aber sowas von. Hätte ich sowas von für das gewettet. Ich freue mich schon auf Cube World. Ich will Cube World wieder let's playen. Weil dort habe ich eine schöne Überraschung. Ich habe einen Apfelring gefunden. Einen Apfelring. Mit dem kann ich ein Krokodil zähmen. Zu meinem Haustier machen und es dann reiten. Nee, gut. Wir wollen nicht so eklig sein. Ja, jetzt kommen Pflanzen. Jetzt willst du mich aber verarschen, wa? Da gibt es nur eines, was zum Einsatz kommt. Das sollte wohl klar sein, weil es kommt dann Pflanzen. Nein, Schlafpuder, Arsch, ey. Du bist so eine Sau. Du, Ember, wenn mein hier aufwacht, bist du sowas von am Arsch, Odys. Ja, dann wirst du verlieren. Du wirst grauenhaft einen auf den Sack bekommen. Stunspore. Oh, keiner deiner Attacken setzt es an.
Und mein schläft eben leider immer noch. Oh, kann nicht. Ja, aber ich schlafe noch. Du kannst mich kein Puder einsprechen. Ja, Sweet Sand. Okay. Okay, ja, Arschlecken. So, jetzt, wach mal auf hier. Jawohl. Bye, bye. Natürlich ist es super effektiv. Gut, dass gerade mit einem Schlag besiegt hat, hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Es ist auch Stufe 27, von dem her. Aber Bisasam. Ja. Ein Bisasam auf Level 22 und du lässt es nicht weiterentwickeln. Was für ein bescheuerter Person ist denn das hier? Ganz ehrlich gesagt, nein. Es gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Doch, die gibt's eben schon. Aber nee, nee. Alter, ich glaub das nicht. Die hat einen Pikachu? Aber was tut sie denn? Nee, ein Pikachu. Was, die hat einen Pikachu? Arschlecken Pikachu. Ne, die hat. Jetzt habe ich gerade einen Hänger. Dieser Samen hatte sie. Sie lässt es nicht entwickeln. Die ist ein bisschen bescheuert, aber nur ein kleines Stückchen. Ja, jetzt willst du mich aber total verarschen, was? Ja, zum Feuer kommt Psycho. Obwohl mit Psycho habe ich auch gerade nicht die beste Karte gezogen gegen Feuer, weil Feuer ist. Haut ordentlich rein, ja. Vor allem bei Geister auch. Gegen Psycho, tut mir leid. Haut mir. Hä? Growl. Ja. Meine Attacke fällt. Zerfällt tief in ein schwarzes Loch. Dort wird es nie mehr wieder aufsteigen oder sonst irgendwelche Lichter sehen. Und schon ist mein Kadaver 23, nein 24 sogar. Arschgeige bekommt währenddessen 153 XP und der Kubon kommt. Kubon, magst du Konfusion? Wunderbar. Konfusion mag es. Sieht man da am roten Balken, umso weniger es hat, umso satter ist er hier vom Essen. Erst nochmal eine faustige Portion. Ja, da war ihm jetzt zu viel. Da war ja klar, dass er das nicht durchgestanden hat. Okay, gut, komm. 1000 Geld gibt er mir. Alter, jetzt fängt die Scheiße schon wieder an. Ich will hier nicht kämpfen, nee. Kann sich das sonst wohin stecken, kleinen Stein? Ich kämpfe nicht mit dir. Wunderbar, jetzt weiter. Alter. Ja, du Machop interessiert mich auch nicht, auch wenn du nachher Macho Mai bist, Schussamon. Am Ende. Aber. Ja. Hallo, Dicker. Ja. Lass schon kämpfen. Fetti, fett, fett. Nächsten Wanderer. Auf dem Bild sieht er voll fett aus. Gut, wenn man sie hier jetzt. Ne, der hat wohl in die Hosen gekackt. Schau dir an, wie der die Beine hier stehen hat. Hat sich eindeutig in die Hose geschissen. Das ist nicht gerade wenig. Nidorina kommt zum Einsatz. Los, du bist ein halbes Wasserding. Nur halb, nicht ganz. Ganz ist anders. Aber ich habe wenigstens einen Körper durch. Oh, das war super effektiv, was der gemacht hat. Das war jetzt ein Arschloch, ganz grob böse gesagt. Wenn ich hier so böse Worte ins Mund nehmen darf. Okay, ja. Dafür ist Konfusion halt auch ein. Ja, wir sagen mal ein Stückchen besser. Ne, Konfusion, komm. Mach kaputt. Wunderbar. So, 230 XP Points. Arschgeige bekommt ebenfalls 230 XP Points und wird 18. Ach, das ist 18 geworden. Das heißt, es darf es auch richtig krassen Scheiß hier zu sich nehmen. Ja. Den besiegen wir noch, bevor wir hier beenden. Komm. Mal gucken, was der so hat, dir zu bieten. Ja, komm. Sei schon mal. Sei schon mal, ja. Ja, komm. Hast du auch in die Hosen geschissen, wie dein Kamerad oder was? Darum bist du auch in der Höhle und findest sicher nicht mehr raus. Darum bist du eine verwirrte Person und hier greifst hier Menschen an. Die genau wissen, wo sie durch müssen. Na, okay. Genau wissen. Wir wollen es nicht gerade übertreiben. Weiß auch nicht genau wohin. Aber ich weiß jedenfalls, in welche Richtung mein Weg führt. Och, Nonix, wow. Du machst mir aber Angst. Oh, scheiße, Konfusion.
Oh, er noch ein kritischer Hit. Ja, scheiße. Ne? Du hast ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, nicht verloren. Aber du bist ein Loser. Du hast verloren. Du bist ein Loser. Gut, ich geh da. Ich wollte eigentlich nur noch die Treppe runter. Oder hoch. Ne, ist hoch. Das ist Treppe, die Leiter, nicht die Treppe. Ja, so ein Fahrstuhl. Wäre doch cool, ist in der Höhle. Ach, mir sieht nichts. Kannst du... Ah, ein Fahrstuhl. Wow, wunderschön. Okay, hier beenden wir wieder diese Runde. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei und schaltet dann, wie es heißt, Poké-MMO. Ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.